Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. Wir haben beim letzten Mal hier Edgar, hieß er glaube ich, ja, Edgar der Rächer, den NPC, der früh im Spiel seine Tochter verloren hat, weil er zu sehr auf seine Pflicht fokussiert war und das Schloss nicht verlassen wollte, das Schwert, das in dem Schloss war, nicht einfach so verlassen wollte. Und ja, er ist daran wahnsinnig geworden und hat hier jetzt wohl alle möglichen anderen Personen auch getötet und wir mussten ihn dann halt einfach umbringen, um zu verhindern, dass weiterhin irgendjemand stirbt. Jetzt will ich mal ganz kurz auf der Karte gucken. Oh, meine Fresse, sind wir weit von irgendwas entfernt und ich habe nicht mal eine Karte für diesen Scheiß hier. Eieiei. Schauen wir doch mal. Vielleicht finden wir hier ja zumindest irgendwo noch eine Karte. Oder wir finden ein weiteres Siegelgefängnis. Das kann natürlich auch sein. Ich brauche eine Karte. Wahrscheinlich ist die irgendwo mitten in dem Sumpfland da drin. Ach, da haben wir nur wieder so einen Landoktopus. Den will ich jetzt mal in Ruhe lassen. Okay, ich muss hier nichts reinlegen. Ich könnte im Prinzip direkt mit dem Ding, mit dem Gegner, wer auch immer das ist, kämpfen. Siegelgefängnis des Kuckucks. Der Kuckuck. Ernsthaft jetzt? Okay. Wow. Oh, gigantischer Richter Bowles. What the fuck? Das zählt noch als Treffer? Echt jetzt? Oh, fucking hell. Was genau macht der denn alles? Okay, okay. Wow! Das ist dann aber weniger ein Schwertschlag, als einfach nur, ich mach mal ein Erdbeben mit meiner Faust. Okay, also vom Schaden her kann ich ihm ausreichend vernichten. Sollte schon schauen, dass ich den richtigen Fuß anvisiere, ne? Okay. Wow. Okay. Schild hat funktioniert. Danke. Okay, Moment. Jetzt trinken wir mal das hier. Boah. Fucking hell, Kamera. Benimm dich bitte, Kamera. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Danke.
Mist, 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 Mist. Wow, wow, wow. Die Tatsache, dass er mich damit direkt umwerfen kann, stört mich so ein kleines bisschen. Wow, wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, zur Seite, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Wow. Scheiße, scheiße, scheiße. Er kann mir damit das Schild wegnehmen, genau. Wow. Boah. Hör doch bitte auf damit. Boah! Scheiße, 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 scheiße. Du machst mir gerade Angst, mein Lieber. Oh, und das bitte lassen. Das bitte lassen. Vor allem, wenn du... Wow! Okay. Oh, komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Beim ersten Versuch. Krass. Oh mein Gott. Großschwert-Phalanx. Okay. Und damit habe ich direkt erstmal meine gesamte Heilung verloren. Wisst ihr was? Ich mache hier einen kurzen Cut. Geh mal ganz kurz zurück zum Lager und heile mich und dann können wir weiter gucken. Bis gleich. Okay, so, ja, wir können ja vielleicht mal gucken. Habe ich denn genug Runen, um mich nochmal aufzuleveln? Ich glaube nicht. Nein, im Moment nicht. Im Moment nicht. Es wäre allerdings vielleicht nicht schlecht, wenn ich meine Stärke noch ein bisschen hochrüste. Einfach, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. Naja, so langsam kann ich mir echt mal überlegen, dass ich hier auch mal was verwende. Wie viel bringt eine davon? 2000. Okay. Ich brauche aber deutlich mehr als 2000, oder? Schauen wir nochmal. Wie viele brauche ich? Wie viele brauche ich? Nochmal 2000 und dann ungefähr 700. Ugh. Tatsache, dass so ein Ding hier... Das ist die 6 größte. Das ist jetzt die 6 gewesen. Dass die erst 2000 Runen gibt. Ja, na gut. Was soll's. Wie viel bringt so eine? 400. Okay, und den Rest machen wir mit den Kleinen. Ich nehme mal... Ja, das war ein ganz kleines bisschen zu viel. Ich bin mir jetzt nie sicher, wie viel die Einzelnen geben. Das ist aber eigentlich tatsächlich, das will ich jetzt mal so sagen, das ist... Moment, Ausdauerlast geht nicht hoch? Ach, das ist über Kondition. Was? Ach, Kondition. Ja, dann machen wir Kondition ein bisschen hoch. Ich will nämlich später auf jeden Fall auch bessere Rüstung tragen können. Aber das ist wirklich etwas, das will ich an dieser Stelle mal bemängeln. Das haben wir nämlich schon seit Demon's Souls. Das weiß ich, dass es das in Demon's Souls schon gab, auch wenn ich das nie gespielt habe. Ich habe Let's Plays dazu angesehen. Liebes Team von From Software...
gebt uns doch bitte eine ungefähre Menge, die so eine Rune oder eine Seele uns bringen wird. Schreibt doch irgendwo, was weiß ich, in der Beschreibung dazu, wird dir so und so viele Runen geben. Ja, das mag jetzt vielleicht wirklich einfach nur armselig klingen, wie jemand, der sich einfach nicht die Mühe machen will, sich das alles zu lernen, aber ernsthaft, ich habe so vieles anderes, was in meinem Leben noch vorgeht. Und wenn ich dann mal für eine Weile lang nicht Elden Ring oder Dark Souls oder irgendwas spiele und da zurückkomme und merke, oh, ich habe da welche, wie viel kriege ich denn vom Nutzen einer? Sagt mir das doch bitte einfach, okay? Ihr könnt auch gerne es so machen, dass ich nur genau weiß, wie viele sie bringen werden, dass das dann nur drin steht, wenn ich mindestens eine von denen mal verwendet habe. Okay, habe ich absolut kein Problem damit. Macht das gerne so. Das zwingt mich dazu, das mindestens einmal zu machen, aber ja, gönnt mir noch den kleinen Luxus. Wirklich, das ist wirklich etwas, das sollte nicht schwer sein zu implementieren und ist einfach nur eine kleine Art der Convenience, die man meiner Meinung nach haben darf in diesem Spiel. Ich meine, wenn nicht, was ist das nächstbeste, das jemand tun wird? Entweder, wenn er absolut keine Seelen oder Runen verschwenden will, dann wird er halt einfach kurz im Wiki nachschauen, hey, wie viel gibt das? Oder es einfach einmal verwenden. Ach, ist so ein kleiner, vielleicht auch absolut jämmerlicher Kritikpunkt für manche vielleicht, aber ich persönlich finde, das hätte man mittlerweile wirklich beheben können. Okay, wir sind jetzt wieder an dem Punkt. Oh, wir wissen, was das heißt. Wir wissen, was dieser Gesang heißt. Da ist irgendwo eine Harpie. Okay, du gehst erstmal tot. Nervensäge. Tschüss. Ihr könnt zumindest mal bluten, das ist ganz gut. Ja, da drin ist sie. Aber bevor ich mich mit der anlege, erstmal euch alle. So, eine weniger. Los, komm. Treff natürlich mal wieder nichts. Tschüss. So, jetzt kann ich in aller Ruhe mit der kämpfen. Nee, immer noch nicht. Da sind noch weitere. Die nächste geht hoch. Okay. Immerhin kann ich die schön nacheinander alle töten. Los, komm her. Komm her. Und verblute. So. Eine wie dich habe ich ja schon einmal besiegt. Nee, bitte kein Gift. Oh, ja, ich hab komplett vergessen. Nein, 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 nicht ins... Oh. Gott, wie schnell das geht mit dem Gift, ne? Okay.
hatte ich komplett vergessen. Die macht enorm viel Schaden mit dem Scheiß. Ah! Hört damit bitte auf. Haha! Aber bluten kann ich nicht lassen. Wenn es blutet, dann kann ich es bluten lassen. Blöde Kuh. So, Objektherstellung. Inventar. War das Gift jetzt schon weg? Ich habe das Gefühl, das Gift wäre jetzt tatsächlich schon weg gewesen, bevor ich es eingesetzt habe. Ach, egal. Da. Bitte keine Framerate-Einbrüche, das wäre sehr nett. Okay, und jetzt will ich allerdings diese großen Hummer da unten noch ein bisschen inspizieren. Oder waren das Raupen? Ich hab's, um ehrlich zu sein, noch nicht so gut gesehen. Ich hab nur irgendwas Großes. Ja, Hummer. Okay, okay. Boah, das sind aber mehrere von denen. Wow. Hallo, großer Hummer. Wow, ein Pistolenkrebs. Oder ein Sniperkrebs, sollte man eher sagen. Wow, wow, wow. Okay, okay. Ich sehe schon, du hast viel Rüstung. Und... Wow, wow, wow. Du hältst aber viel aus, das muss ich zugeben. Okay, Ausdauer generieren lassen bitte. Wow! Ach, ich wollte an der Seite dran vorbeirollen nach vorne. Meine Güte. Na los, komm, mach mal irgendwas. Okay, ich kann ihn zum Bluten bringen. Das ist gut. Muss ich jetzt nur darauf aufpassen, dass ich den vielleicht dazu bringe, zu springen. Das sah so aus, als wäre es ein Griff gewesen. Los, komm, springen. Wow, bin ich zu früh gerollt. Okay, einmal heilen. Heieiei. Der Sniper-Schrimp. Ich bin gerollt. Roll doch. Hör mal zu, Bertger Odinson. Wenn du einfach nicht machst, was ich sage, dann bringt das nichts. So. Springen. Neben. Wow, nein, 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 nein. Ey, 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 lässt du mich los? Los, heilen, heilen, heilen. Ach. Jetzt will er schießen, ne? So. Zack. Haha.
Meine Fresse, also diese Viecher sind zäh. Das muss ich ihnen lassen. Diese Viecher sind wirklich zäh. Bewachen die denn da überhaupt irgendetwas? Oder verschwende ich hier dann nur meine Zeit? Das kann natürlich auch sein. Ich will jetzt da mal in aller Ruhe schauen, ob da irgendwo was Interessantes liegt bei denen. Ansonsten gehe ich nämlich einfach weiter. Ich sehe jetzt zumindest mal nichts. Nee, ich sehe echt nichts, was da liegen würde. Es sei denn, die droppen vielleicht irgendwas. Das kann natürlich auch sein. Ignorieren wir sie doch einfach mal. Oha. Ich kann hier etwas beschwören. Oh, ich sehe schon da hinten. Ist denn hier oben irgendwas Interessantes? Da sitzt jemand. Ich sehe es. Okay, es ist nur ein Geist, aber trotzdem. Wow. Oh, na toll, genau. Das war gar kein Geist. Das sah aus wie ein Geist von unten. Preiset, unsichtbare Person. Na gut, da hinten ist nochmal eine Art Drache. Ich will mit dem mal kämpfen. Oder zumindest schauen, ob ich es schaffe, mit dem zu kämpfen. Sieht sehr stark nach Boss aus. Sowas ähnliches wie der Drache. Hallo, mein Großer. Schimmersteindrache Smarag. Wow. Ja. Okay, du hast nur das Pferd getroffen. Und schon wieder trifft er mein Pferd. Wow! Eieiei! Eieiei. Okay, ich möchte mal behaupten, das hätte besser ausgehen können. Reduvia ist zu kurz. Eindeutig. Da brauche ich eine Waffe, wo tatsächlich ein bisschen Reichweite hat. Ach, mit dem habe ich immer noch große Last. Warum denn? Große Last, mittlere Last. Ja, okay, so sollte ich in der Lage sein zu kämpfen. Aber aha. So, ohne das glaube ich mal, macht er mir zu viel Schaden. Ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute es einfach mal stark. Und wenn ich jetzt schon mal... Okay, das mit dem Schatten hier sah komisch aus. Wenn ich jetzt schon mal nochmal hier bin. Oh, was für ein Teaser. Das ist gemein. Also sowas fühlt sich wirklich gemein an. So, jetzt schauen wir doch nochmal, ob wir so eine bessere Chance gegen diesen Drachen haben.
So. Rufen wir mal die Qualle. Die ist, finde ich, jetzt nicht so unbedingt die größte Hilfe. Boah! Ey, die Scheiße kannst du dir... Warum zum Fick ist mein Ross jetzt gerade sofort gestorben? Bekommst du keine Heilung, wenn ich sterbe? Das ist ja, das ist billig. So, da nicht nochmal drin bleiben. Boah, oh, also die Reichweite von deinem Stampfer ist ja armselig. Daneben. So. Zack. Ich hoffe, es hat wehgetan. What the fuck? Okay, der Move ist bei dir ein bisschen anders als bei dem anderen Drachen. Der hat in der Form nichts gemacht. Daran werde ich mich erstmal gewöhnen müssen. Aber krass, dass er mich mit dem Angriff one-shottet, obwohl ich den Talisman für Magieresistenz ausgerüstet habe. Oh, das ist absolut ein Teaser. Das fühlt sich gemein an. Okay. Nehmen wir nochmal die Qualle. Die sorgt ja nur für ein ganz kleines bisschen Ablenkung ab und zu mal wieder. Das ist in meinen Augen noch einigermaßen fair. Okay. Ach, natürlich. Okay, keine Ahnung, wie ich da vor euch jetzt geschützt habe, aber ich bin froh, dass es mich nicht getroffen hat. Das sieht aus, als würde es sehr viel Schaden machen. Das macht schon Sinn, dass wir hier jetzt einen magischen Drachen haben. Immerhin gibt's hier ja auch die große magische Akademie. Wow, wow, wow. Ach, als ob! Ich muss mal meinem Pferd ein bisschen heilen. Sonst ist das demnächst futsch. So. Schimmersteindrache Smarag. Also dein Name ist... Abs... Ja, genau. Du bist über mich drüber und hast mich trotzdem damit noch getroffen, ne? Oh, fick dich, Smarag.
auf jeden Fall auf Abstand bleiben. Okay. Absolut daneben. Und warum mein Pferd jetzt schon wieder weg ist, habe ich keine Ahnung. Aber es ist nichts dabei passiert, von daher will ich es dir jetzt mal nicht übel... Warum verpisst du dich eigentlich die ganze Zeit, Sturmwind? Ich drücke nichts. Ist das einfach absichtlich so, dass er manchmal sich verpissen kann? Wenn ja, dann ist das eine dumme Mechanik und ich möchte nicht, dass die Teil des Spiels ist. Stellen uns hier gerade beide nicht gerade sehr clever an, mein Lieber. Okay, wenn er hochgeht, auf jeden Fall schauen, dass man so schnell wie möglich unter ihn kommt. Sonst riskiert man, ins Feuer reinzukommen. Als ob. Also die Reichweite von deinem blöden Stomp ist leicht übertrieben. So. Zack, zack, zack. Boah, nein! Oh, come on! Da ist es richtig scheiße, unter ihn runterzukommen. Okay, aber ich will jetzt tatsächlich mal etwas machen, was ich schon vor einer Weile hätte machen sollen. Und zwar... Oh Gott, wo war denn das? Das müsste... Genau, hier war's. Okay, sehr schön. Jetzt will ich mal schauen. Schmiedetisch benutzen. Waffe verstärken. 400. Okay, dann verwenden wir doch mal ein paar Seelen. Seelen sage ich schon wieder. Runen! Komme 200. Verwenden wir doch einfach mal... Auswahl benutzen. 8 Stück. Damit kann ich das verstärken. Verstärken. Oh, das geht nicht weiter hoch? Wirklich nicht? Moment. Macht der Gewohnheit. So, du hast nichts noch irgendetwas für mehr Schmiedefähigkeiten. Wo will ich denn jetzt hin? Wo will ich hin? Wo will ich hin? Sollte ich hier was nicht... des Künstlers. War da ein Händler dabei? Dritte Kirche von Malika. Ihnen eines Wegpunktes. Zauberin Sellen. Bildseite. Ach Moment, ich kann die Händler auch sehen.
Ja, da ist ein nomadischer Händler. Gehen wir doch mal zu dem. Bin mir ja gerade absolut unsicher. Vielleicht brauche ich nur von irgendjemandem irgendetwas, damit ich das Schmieden machen kann. Pöbel der Halbmenschen. Jetzt nur wer dafür bezahlt. Schade, nein, über dich gibt es da nichts. Wo war... warum gehe ich eigentlich immer zum... Es ist auch so eine Angewohnheit, man geht zum Leuchtfeuer, um da zu rasten oder zu teleportieren. Das ist einfach so drin bei mir gerade noch. Ich müsste mir das wirklich mal abgewöhnen. Die Kirche von Malika. Wo hatten wir denn hier unseren Händler? Der war... Zabatops. Da war noch ein Händler. Sturmhügel. Ich meine, irgendwo hatten wir noch mal einen. So, die Seelen. Da? Die Tuft erwischt. Ah, ja, stimmt. Da war tatsächlich noch einer. Okay, gehen wir da nachher hin. Torwächter Gostok. Gehen wir als erstes nochmal mit dir kurz reden. Ich habe gerade noch so die Hoffnung, dass einer von euch mir irgendetwas verkauft, mit dem ich besser schmieden kann. Aber ich glaube, da bin ich bei dir falsch. Na gut, letzte Hoffnung. Der da unten. Von hier aus dürfte das relativ unproblematisch sein. Ja, du. Okay. Wo war der? Der war da unten. Idealerweise will ich da am Großteil der Gegner einfach vorbei. Oh mein Gott, das ist ganz schön tief. Okay, über das Ding hier ist es machbar. Und jetzt müsste der eigentlich irgendwo da unten sein. Ja, da haben wir dich. Ich will doch nur schauen, was du zu verkaufen hast. Ach. Kaufen wir eins. Und dann lasse ich dich ja auch schon wieder in Ruhe. Okay, schade. Was das Schmieden angeht, kann ich die Waffe momentan so wohl noch nicht besser machen. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich die einfach ein bisschen höher machen kann und dann meinen Schaden für den Drachen hoch habe. Aber scheinbar will mich das Spiel das nicht lassen. Ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Dann werde ich halt so mit dem Drachen fertig werden müssen. Okay, versuchen wir nochmal den Skarabäus da oben zu vernichten. Vielleicht kann ich ja mit irgendwas auf ihn schießen oder nach ihm werfen. So, genau. Anvisieren. Dann machen wir das hier. Ich muss natürlich da reinmachen. So, ich bin noch drauf. Haha, es hat tatsächlich funktioniert. Das ist geil. Okay, okay. Einfach aufpassen, dann kriegt man das. Das war genau so, wie ich das wollte.
So. Okay, meine Runen sind ein bisschen hinter dir, ne? Ich nicht irre. Und dann beschwören wir die Qualle. Also die Qualle gönne ich mir. Ganz so sehr schaue ich dann auf dieses, man darf overpowerte Sachen wie Viecher beschwören. So hochnäsig bin ich, was das angeht, jetzt auch nicht. Ach, na klar. Hättest dein Schwert deutlich früher mal schwingen können. Oh, scheiße. Los, komm. Heilung. Jetzt fängst du an zu schießen, ne? Ah, nicht gut, nicht gut. Ich habe mal wieder nichts gedrückt und trotzdem ist das Vieh einfach verschwunden. Sturmwind, das ist etwas, was ich absolut nicht leiden kann. So. Neben. Einfach von ihm weg. Einfach von ihm weg, wenn er das machen will. Ach, und jetzt verpisst er sich wieder. Feige Sack. Naja, Drachen sind nicht gerade die ehrbarsten Kreaturen. Und wir da gerade seltsam in der Luft hängt. Okay. Los, komm da runter, bitte. Komm da runter, bitte. Oh, das ist arschig. Jetzt komm schon runter. Danke. Sag mir bitte, dass du jetzt... Lieber Drache, hör auf mit diesem Käse. Okay? Magisches Feuer. Ah, ganz knapp verfehlt. Neben. Neben. Und zack, und zack, und zack. Jetzt komm schon. Wenn ich ihn da jetzt noch einmal getroffen hätte, dann wäre er vielleicht dazu übergegangen zu staggern. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hä? Oh, ja.
Du denkst, das war jetzt zu weit von deinem Spawnpunkt entfernt. Ach, na ganz toll. Er müsste seinen Schaden allerdings behalten. Von daher machen wir doch gerade da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. So, einfach in Bewegung bleiben. Einfach in Bewegung bleiben. Und sich nicht vom magischen Feuer treffen lassen. So, davon auch nicht treffen lassen. Zack. Was genau war das denn für eine Attacke? Und wo genau hast du die hingezielt? Ich glaube, wir brauchen beide ein bisschen Zielwasser, mein Lieber. So, war's das? Ja, das war's. Okay, sehr schön. Hätte man ihn so schön episch finishen können und dann steht er zu früh wieder auf. Ein weiteres Drachenherz. Eine neue Kraft der Drachen in der Kathedrale der Drachenkommunion verfügbar. Gut, ich müsste halt nur wissen, wo die Kathedrale der Drachenkommunion ist und dann kann ich das ja auch gerne ausnutzen. Tue ich aber leider nicht, von daher... Ach ja, ihr gebt mir einfach nur ein Aufladen für meine Magieflasks, die ich nicht habe. Von daher passiert halt nichts. Okay, okay, hab verstanden. Gut, aber ich denke, dann können wir uns weiter bewegen. Die Frage ist jetzt, wohin? Erstmal das hier noch sammeln. Das sieht nach... sah nach Karte aus. Schimmersteinschlüssel der Akademie. Ah. Drachenwundfett. Und Kukri. Okay. Aber diesen Schimmersteinschlüssel hat ja Tops schon erwähnt. Oder war es Toph? Nee, Tops. Ich bin mir sicher, es war Tops. Ich verwechsel das jetzt nicht mit Avatar, The Last Airbender. Und dann haben wir... Was ist denn das da vorne? Ist das immer wieder... Okay. Berühren wir doch mal die Gnade. Und dann geben wir doch unsere Runen gleich noch ganz kurz aus. Weiteren Punkt in... Kondition... Für mehr maximale Ausrüstung. Vielleicht kann ich jetzt auch das hier tragen. Ohne, nein, ist noch zu große Last. Schade. Schade, 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 schade. Aber da hinten ist auf jeden Fall irgendetwas, was aussieht wie ein Pferd. Wahrscheinlich ist es feindlich gesinnt. 90% von allem, was es hier gibt, ist ja feindlich gesinnt. Wow, wow, wow. Eieieiei. Das hört sich ziemlich bösartig an. Ein Geisterpferd? Spektralross? Irgendwas? Immerhin muss man die nicht beide einzeln töten. Die zählen als ein
eine Person, sage ich jetzt mal, ein Leben gewesen. Ein Dreier-Schmiedestein. Das wäre cool, wenn ich jetzt tatsächlich zumindest mal die Zweier-Schmiedesteine auch tatsächlich selbst benutzen könnte. Vielleicht muss ich für das ja tatsächlich in die Tafelrundfeste einfach zurück. Das da sind Fledermäuse, oder? Es sieht sehr stark nach Fledermäusen aus. Denen will ich jetzt gerade nichts zu tun haben. Die gehen mir gerade so ein bisschen am Arsch vorbei. Hier drin haben wir... Okay, wenn ich an dem Homer jetzt einigermaßen geschickt vorbeilaufe, dann kann ich mir holen, was es da drin gibt, ohne dass ich gegen den kämpfen muss. Nochmal Endschmiedestein plus 3. Ja, wie schon gesagt, das wäre cool, wenn ich das selbst machen könnte. Ich müsste das dann allerdings tatsächlich im... Ja, in der Tafelrundfeste machen. Von einem etwas begabteren Schmied als mir selbst. Ach, Gnade kann ich nur berühren, wenn ich vom Pferd unten bin, ne? Okay. Was haben wir dann da oben? Es ist eine Art Turm, ne? Oh. Sucht drei weiße Bestien. Testosturm. Ihr müsst das Rätsel lösen, um einzu... Ja, hey, 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 hey. Seid ihr feindlich? Ja, okay, ihr seid feindlich. Hey, 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 nicht, nicht, nicht. Wow. Lass mich los. Lass du mich bloß los. Okay, die spawnen einfach immer wieder nach? Verstehe ich das richtig? Wow, das ist aber ganz schön gefährlich. Ey, ey. Lässt du mich los, du hässlicher Sack? Aber ja, so ein gleiches Szenario hatten wir auch in Dark Souls 3 schon. Daran erinnere ich mich noch. Weit genug dafür habe ich gespielt. Findet drei weiße Bestien. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was mit den weißen Bestien gemeint sein soll. Und vielleicht sollte ich auch erstmal noch ein bisschen die Umgebung erkunden, bevor ich da reingehe. Aber wir haben diesen Schimmersteinschlüssel gefunden. Der müsste... Wo ist er denn? Da! Schlüssel für die zwei versiegelten Tore der Akademie. Der Schlüssel zu den Siegeln, die beide Tore zur Akademie von Raya Lucaria verschließen. Aktiviert die in den Siegeln gebundene Magie. Ein Schimmersteinschlüssel erinnert sich an seinen Benutzer, sodass er nach der ersten Verwendung nie an einem anderen weitergegeben werden kann. Die Akademie hält nichts von Faulenzern. Oh. Okay. Das hört sich aber ziemlich ungünstig an, wenn ich den jetzt weggebe. Gibt's davon einen zweiten? Gibt's davon einen zweiten, dass man dann da weiterkommt? Ich hoffe es doch mal. Ach, na gut. Ich will jetzt tatsächlich noch kurz in die Tafelrundfeste gehen. Aber vielleicht nicht unbedingt so total blutig.
Gott. Die Tafelrundfeste. Ja, da waren wir. Hier waren wir jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Okay. Give me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Be at your leisure. Okay, okay, ich merke schon, du hältst momentan noch nicht so viel von mir. Okay, ist ja auch verständlich, noch habe ich nicht wirklich viel gemacht. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. Mach ich doch gar nicht. Fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing.
The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Okay. Im Menü für die Macht der Echos könnt ihr die Kraft des Namensgebers empfangen. Jedes Echo kann euch die Kraft verliefern. Sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Godrics Axt, verpflanzter Drache. Die Manifestation der Macht des Drachenkopfes, der auf Godrics linkem Arm verpflanzt war, verwandelt den Arm des Trägers in einen kleinen Drachen, sodass scharfe Drachenfänge aus seiner Faust wachsen. Diese Waffe lässt sich nicht beidhändig führen. Den kleinen Drachen einen kurzen Einblick in das Leben und stoßt ihn gegen den Himmel, damit er Feuer auf einen weiten Bereich vor ihm. Yo, what the fuck? Es gibt hier also doch die Möglichkeit, aber nur aus besonderen Bossen tatsächlich was herzustellen. Aber ich kann mir einen Armdrachen machen? Okay, also das kapiere ich aber auch noch nicht so genau, was diese Finger hier genau sind. Schicksalsdeuter oder irgendwas in der Art werden die wohl sein. Ach, ich weiß es nicht. Ich muss mich erst noch so ein kleines bisschen an die Story und die Welt gewöhnen. You appear to be doing well. Very good. Well then. May the Golden Order shine through. Okay. Would you tell me if you meet a young woman named Lanya? She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Okay. Lanya. Ich glaube, die haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Greetings. Nice to see you again. My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive, though? The Round Table Hold. Covert quarters of the Two Fingers. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us Tarnished had such fantastic roots. Although, it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Du warst doch die gute Dame, die wir am Fuße des Sturmberges getroffen haben, ne? A bit much for me, in truth. I'm still looking for my own. Ja, das hast du ja schon gesagt. Jetzt suchen wir doch aber tatsächlich nochmal den Schmied. Der war doch auch irgendwie... Ja, da ist der Schmied. Okay. Schauen wir nochmal. Hast du noch irgendwas? I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Now. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was das bringt, aber wenn es dich zufrieden macht. You are so very warm. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace, and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please,
Let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. Du tust mir ja irgendwo total leid. Aber irgendwie ist es auch total creepy, was du hier machst, meine Liebe. Hier könnte ich mich anders umziehen oder zumindest mal einen anderen Haarschnitt oder irgendetwas geben. Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's failed his mark. Fight them well. Now lay out your arms. So, Kriegsasche duplizieren. Verlorene Kriegsasche. Woher kriegt man verlorene Kriegsasche? The girl you bore here. She's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Okay, aber das hier kann ich besser machen. Nee, Schmiedesteine 3 will ich mal noch nicht ausgeben. Machen wir Duvia mal ein ganz kleines bisschen besser. Vielen Dank, mein Lieber. Ich merke nur, so langsam aber sicher wird der Schaden, den ich mit meinen Waffen mache, ein bisschen zu gering. Und was ist hier? Ah. Da kann ich einen Steinschwertschlüssel reinmachen. Noch mehr Steinschwertschlüssel. Ja, der zerbricht dabei leider immer wieder. Gibt es hier irgendein Krebs-Schwarzschlüsselarmbrust? Okay. Seuchenbolzen. Ich meine, ich vermute mal, ich hätte das Geschick, um eine Armbrust auch verwenden zu können. Soll ich nichts? Irgendeine Form von Fernkampf hätte ich als eigentlich gerne bei mir. Gehen wir noch einmal durch. Hier drin waren wir. Mit euch allen haben wir gesprochen. Oben sieht man nur nach unten. Wow! Scheiße, komme ich jetzt auch wieder hoch? Invasion durch rasender Alberich? Ehrfürchtige Verbeugung? Hier unten ist wahrscheinlich zum Duellieren, ne? Das ist, glaube ich, auch ein anderer Spieler, würde ich mal schätzen. Boah, oh, scheiße. Oh. Okay.
Fuck. Okay, merke, da unten kämpfen Leute gegen einen. Wagt es nicht voraus. Kommt jetzt da der gleiche nochmal für eine Invasion? Ja, okay, dann ist das kein Spieler, sondern einfach nur ein NPC. Ich winke mal. Oh. Okay. Das heißt aber auf jeden Fall auch, der kann casten, so viel er will. Boah, sag mal, wie viel der casten kann, ne? Lass mich bitte aus der Ecke raus. Warum hatte ich jetzt gerade keine Ausdauer mehr? Das gibt's doch nicht. Wie der halt casten kann ohne Ende und dann trotzdem noch Ausdauer für diese ganze Scheiße hat. Das ist so lachhaft bei den NPCs. Ich muss ein bisschen schneller spielen. Boah, fuck dich doch. Los, mach was. Boah, als ob. Normalerweise ist doch die Angriffsanimation von diesem Zauber deutlich länger. Eieiei. Ei! Och, hör doch auf zu cheaten, du elender Bastard! Den will ich auf jeden Fall noch in diesen Teil mit reinpacken. Elender Bastard. Falsche Richtung. Rasender Albrecht. Okay, okay. Ich sehe, wie es läuft. Ich sehe, wie es läuft. Bastard. So. Ich erweise dir diese Ehre. Und jetzt mache ich dich fertig. Ach, natürlich. Ja, genau! Ich bleib an Scheiße hängen. Story of my life in these games. Wie um alles in der Welt kann er mit seiner beschissenen Sense schneller angreifen als ich mit Reduvia? Und wieso um alles in der Welt? Grad weit genug, als dass ich ihn nicht treffe. Das ist doch Bullshit, wie gut diese NPCs diese Scheiße ausnutzen können. Daneben. Oh, das ist so lachhaft. Oh ja, genau. Los, komm her. Na los.
Oh, diese Reichweite, das ist lachhaft. Und unendlich Mana, ne? Ja, genau, kann trotzdem noch schnell genug wieder weg. Bist ein absoluter Feigling. So. Wie fühlt es sich an, von der Reichweite beschossen zu werden? Oh, fick dich! Los, komm her. Oh, natürlich doch. Ich find's so krass, dass er mit seiner Sense schneller ist als ich mit meinem Dolch. Okay, ich hab dich fast. Haha! Eindringling, rasende Alberich ist tot. Spötterzunge. Okay, komme ich jetzt auch wieder irgendwie nach oben? Aber bevor ich das gucken will, ja, wahrscheinlich durch das da komme ich wieder nach oben. Jetzt will ich aber erstmal hier noch kurz erkunden. Rasender Alberich. Ich hätte jetzt vom Namen her fast gedacht, das kann eigentlich doch nur irgendein Trollspieler sein, aber nee, das ist tatsächlich ein Invader. Ein NPC-Invader, okay. So, hier ist sonst nichts. Aber hier drin ist noch etwas. Haha. Verschlüsseltes Pater. Was ist denn das? Das will ich mir gleich noch angucken, aber jetzt gehen wir erstmal hoch. Nicht, dass nochmal ein Eindringling kommt. Oh, danke, 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 danke. Aber jetzt ernsthaft, rasendes Patter, was kann das überhaupt sein? Finger der Befleckten. Nein, nein. Saat, nein. Ist hier irgendwo was? Nein, 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 nein. Also eine Waffe kann es ja wohl nicht sein, oder? Stadt Halbmenschkönigin, nein. Haben wir denn dieses komische Patter jetzt? Hä? Was genau? Was genau habe ich denn jetzt? Gott. Es muss doch irgendwo irgendwas sein. Ich mag es nicht, wenn man mir sagt, ich bekomme was und dann finde ich es nicht. Okay, zumindest die Spötterzunge kann ich mir ja mal angucken. Objekt für Online-Spiele. Lockt Eindringlinge an, ermöglicht Invasionen in eure Welt, ohne dass Krummfinger-Gäste anwesend sind. Verkürzt außerdem die Abstand zwischen Zeitfenstern, in denen Invasionen möglich sind. Ermöglicht zusätzlich der Ankunft eines zweiten Eindringlings, wenn der Gast anwesend ist. Bei zwei Eindringlingen wird die Anzahl der Koop-Gäste auf 1 begrenzt. Also ich bin nicht so wirklich ein PvP-Spieler.
Von daher vielleicht nicht unbedingt. Aber dieses komische Patter, das muss doch hier irgendwo sein. Ist es nicht da? Bücher. Grüllruf, eine Zauberei der Diener des Todes. Durch mehrere Schemen, die Gegner verfolgen, durch Aufland verstärkt die Wirkung. Dieser alte Fluch galt einst als verloren, bis er vom Nekromanten Garrus wiedererweckt wurde. Okay. Die rasende Flamme. Flamme des grausamen Gottes. Eine legendäre Aufrufung, die ihre Macht direkt von den Feuerriesen bezieht. Erzeugt einen tosenden Feuerball, den angeblich ein grausamer Gott innen wohnt. Der Feuerball schwebt auf Gegner zu und explodiert und steckt den Bereich in Flammen. Dank Arganthi, dem obersten Wächter des Feuers, war diese Anrufung lange ein gut gehütetes Geheimnis. Doch dann wurde sie von Adern gestohlen. Der grausame Gott lauert noch immer in den Feuerriesen. Da kann es natürlich nicht sein. Doch, da! Das ist eine Waffe! Ah, meine Güte! Eine Waffe, die von den zwei Fingern stammt. Diese Klinge verursacht Heiligenschaden und ist formlos, sodass kein Schild sie aufhalten kann. Eine seltsame Schrift scheint über der Klinge zu schweben. Dies ist die Sprache des Lichtes. Die Sprache der zwei Finger? Moment, what? Glaube, 30. Okay, Moment. Das will ich zumindest mal anschauen, wie das aussieht. Das ist eine Protoss-Armklinge. Eine Protoss-Armklinge. Das ist ja mal geil. Es sieht absolut seltsam aus, aber geil. Das ist geil. Aber hier kann ich natürlich nicht ausprobieren, ne? Ah, wie schade. Na gut, dann würde ich allerdings sagen, mache ich an dieser Stelle doch mal wieder einen Cut. Das war's für heute mit Elden Ring. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Schon wieder falscher Knopf. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Hey!